Wir sind hier im Schlosspark in Tammerhain und wir feiern dieses Jahr das Jahr der Jubiläen und laden dazu alle recht herzlich ein. Am 29.06. bis zum 2.07. an unserem Festwochenende beginnt mit dem Spendenlauf. Dazwischen haben wir einen großen Festumzug und Hubschrauberflüge und ein großes buntes Treiben hier auf dem Festplatz. Das Ganze endet am Sonntag mit einem großen Fackelumzug. Wir haben zum einen 825 Jahre erstmalige Erwähnung des Ortes Tammerhain, dann zum zweiten das 90-jährige Bestehen der Feuerwehr, das 60-jährige Bestehen der Ortsgruppe der Volkssolidarität und unsere Jugendfeuerwehr wird 20 Jahre alt. Zum einen kann man hinter mir ganz gut sehen, die Insel, da wird es eine Cocktailbar geben. Dann auf der großen Wiese im Schlosspark wird ein großes Festzelt stehen, in dem dann die großteiligen Sachen stattfinden, unter anderem Vorführungen der Jugendfeuerwehr, des Kindergartens und am Samstagabend ein großes Bauerntheater und eine Liveband. Wir hatten die Idee, dass wir auch was für die Gesellschaft machen wollten, was Soziales. Für jemanden, den vielleicht noch nicht jeder kennt, aber den ihre Arbeit unfassbar wichtig ist. Und so kamen wir auf Wolfstrainer. Wolfstrainer hat den Hauptsitz in Leipzig und Nebensitz in Torgau. Wolfstrainer kümmert sich um Kinder, bei denen die Eltern verstorben sind oder im Sterben liegen, genauso wie die Geschwisterkinder im Alter von 0 bis 21 Jahren. Wir wollen einen Verein nehmen, wo die Lobby noch nicht ganz so groß ist, aber die Arbeit genauso wichtig ist. Ich persönlich arbeite mittlerweile seit 15 Jahren im Rettungsdienst. Da hat man natürlich seine Einsatzerfahrung, auch Einsätze erlebt, die jetzt, sage ich mal, sehr nahe gehen. Und hier speziell immer die Einsätze, bei denen Kinder trauern. Auch für uns ist es sehr schwierig, mit der Situation umzugehen, für die Kinder die richtigen Worte zu finden. Vor allem ist es hier schwierig, da wir immer nur den Augenblick da sind und dann halt weiter müssen zu den nächsten Einsätzen und uns wieder freimelden müssen. Und hier sind wir unfassbar froh, auch im Rettungsdienst, dass es Wolfstraining gibt. Denn es ist einfach umso wichtiger, dass Kinder betreut werden, weil ja auch die Elternteile, die da zurückbleiben und Ähnliches, selber trauern müssen und so nicht immer die Zeit finden, auf ihre Kinder einzugehen. Hier finden Kinder den Weg, mit der Trauer umzugehen, auch in einer Gruppe, wo andere Kinder da sind, die betroffen sind. Kinder merken, sie sind nicht alleine mit ihrem Trauer, ihnen wird geholfen. Und so ist die Verarbeitung des Verlustes, den die Kinder im jungen Alter schon erlebt haben, sehr, sehr groß. Man lernt halt, dass man nicht allein ist auf dieser Welt. Und somit bleiben die Spätfolgen, sage ich immer, hinter der psychischen Belastung für Kinder sehr gering oder halt entstehen erst gar nicht. Wir haben vor, von 16 bis 20 Uhr am 29.06. einen Spendenlauf durchzuführen. Es ist möglich, zu jeder Zeit an den Start zu gehen, zwischen 16 und 20 Uhr. Es gibt eine kleine und große Runde. Die kleine Runde ist 2,3 Kilometer lang und die große Runde 4,2 Kilometer. Hier reden wir von einer Startgebühr von 10 Euro. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, eine Kinderrunde zu laufen für die ganz Kleinen. Die findet hier im Schlosspark statt, wo wir uns gerade befinden. Die Runde ist 300 Meter lang und hier bezahlen die Eltern oder Großeltern oder halt die Erwachsenen, die für die Kinder da sind, 1 Euro pro Runde. Wir haben bisher erreicht, dass zwei DJs da sind, die den Spendenlauf begleiten. Wir haben einen Fotografen da, der den ganzen Spendenlauf dokumentiert wird. Wir haben Rewe dazu gewonnen, uns die Getränke und das Obst für die Läufer zu spenden. Wir haben sehr, sehr viele Helfer aus Tammerhain dahingehend schon mal ein sehr, sehr großes Dankeschön, die das Ganze unterstützen. Wir haben Feuerwehren aus der Umgebung gewonnen, die die Läufe absichern werden. Dahingehend auch schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir laden alle ganz, ganz herzlich ein, hier am Spendenlauf teilzunehmen, etwas Gutes für die Kinder zu tun, denn was ist immer das Wichtigste auf unserer Welt? Das ist unser Nachwuchs, das sind unsere Kinder. Wir laden alle recht herzlich ein zu unserem Festwochenende zum Jahr der Jubiläen mit Spendenlauf und großen Feierlichkeiten. Unser Jubiläum wird stattfinden von dem 29.06. bis 2.07. Nehmt euch das Wochenende frei, kommt lang, es wird sich lohnen. Hier in Tammerhain. Wir freuen uns.